Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Seminar. Ich grüße Sie alle, insbesondere Vertreterinnen und Vertreter aus den lokalen Bündnissen für Familie. Mein Name ist Katharina Kirschbaum und ich bin vom Servicebüro Lokale Bündnisse für Familie. Wir sind ein vom Bundesfamilienministerium beauftragtes Projekt und wir unterstützen Sie gerne bei Ihrer Bündnisarbeit. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Und zwar werden Sie jetzt gleich einen Werkzeugkasten kennenlernen. Einen Werkzeugkasten, der dazu dient, Ihre Bündnisarbeit gut aufzustellen. Und zwar in Form von zielführenden Veranstaltungen. Und dazu habe ich heute drei Gäste hier, die ich ganz herzlich begrüße. Die haben nämlich die Corona-Pandemie genutzt und was ganz Tolles auf die Beine gestellt. Und genau das wollten wir Ihnen keinesfalls vorenthalten. Zu Gast habe ich hier heute Frau Marie-Therese Hesse. Liebe Frau Hesse, möchten Sie sich kurz vorstellen? Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, mein Name ist Marie-Therese Hesse. Ich arbeite schon seit 3 Jahren bei Gesundheit Berlin-Brandenburg in dem Projekt überregionale Koordinierungsstelle Lokale Bündnisse für Familie und bin seit dem Projekt Mitarbeiterin und habe zusammen mit Frau Naudet und meiner ehemaligen Kollegin Frau Lang den Werkzeugkasten entwickelt. Toll, dass Sie den uns heute vorstellen. Schön, dass Sie da sind. Sie sind aber auch nicht alleine hier. Sie haben auch die Frau Baumann mitgebracht. Hallo, Frau Baumann. Möchten Sie sich kurz vorstellen? Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung und freue mich, hier dabei zu sein. Genau, ich bin wie Frau Hesse eben Mitarbeiterin in dem Projekt überregionale Koordinierungsstelle, lokale Bündnisse für Familie und bin noch recht frisch im Projekt. Und daher freue ich mich heute tatsächlich auch den Werkzeugkasten selber noch intensiver kennenzulernen. Und ja, bin jetzt auch sehr neugierig. Sie haben ja in Brandenburg rund 50 lokale Bündnisse für Familie, für den Sie den Werkzeugkasten entwickelt haben. Umso toller, dass jetzt wir durch die heutige Veranstaltung die bundesweit dieses Ergebnis, was da entstanden ist, streuen dürfen. Nochmal danke dafür. So, und jetzt möchte ich Ihnen auch noch eine besondere Frau vorstellen, unsere vierte im Bunde, die Frau Naudet. Frau Naudet, Sie sind hier die Expertin in der Runde, was den Werkzeugkasten betrifft. Wer sind Sie? Was sollten unsere Zuschauenden über Sie wissen? Und ja, was ist denn überhaupt auch das Ergo-Team? Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie zuschauen. Mein Name ist Christina Naudet vom Ergo-Team. Wir sind ein kleines freiberufliches Team, das seit mittlerweile 16 Jahren auch im Land Brandenburg unterwegs ist und spezialisiert ist vor allem auf Dialogprozesse im Land Brandenburg. Und für die Bündnisse für Familie bin ich als Coach. Also ich bin ausgebildete systemischer Coach und begleite die Bündnisse für Familie bei der Weiterentwicklung ihrer Aktionen und ihrer Bündnisse. Und daher kennen mich wahrscheinlich auch ein paar von Ihnen schon, weil ich schon vor Ort war und mit Ihnen zusammen die Werkzeuge auch analog ausprobiert habe und angewandt habe. Okay, jetzt sind wir aber nun wirklich gespannt, was denn in diesem Werkzeugkasten alles drin ist. Aber bevor wir das erfahren, vielleicht die erste Frage an Sie, Frau Hesse. Wie kam es denn zu dieser Konzeption oder zu dieser Entwicklung dieses Werkzeugkastens? Genau, also meine ehemalige Kollegin Frau Lang und das Ministerium in erster Linie haben sich damals besprochen, aufgrund der Corona-Pandemie ist es ja so, dass einfach viele vor Ort Besuche und Beratungen sehr, sehr zu kurz gekommen sind. Und deshalb mussten wir uns halt irgendwas einfallen lassen, wie wir halt am besten die Bündnisse unterstützen können. Und da haben wir uns dann halt gedacht, dass wir ihnen irgendein Werkzeug in die Hand drücken, sodass sie irgendwie die Möglichkeit haben, vielleicht anhand eines Leitfadens selber ihre Veranstaltungen auszuwerten, sich auf Veranstaltungen vorzubereiten oder nicht nur Veranstaltungen, auch Projekte, die generelle Bündnisarbeit und dann halt einfach so Step-by-Step sich das vielleicht auch so ein bisschen methodisch selber beizubringen. Natürlich bei Rückfragen immer sich an uns wenden können. Und genau, so kam es also hauptsächlich wegen der Corona-Pandemie überhaupt zu dem Werkzeugkasten.
Ja, spannend. Und wie lang dauerte der Prozess oder von der Idee bis hin jetzt zu dem fertigen Ergebnis? Also das hat wirklich eine sehr, sehr lange Zeit in Anspruch genommen. Also Frau Naude, die müsste mich jetzt auch wirklich berichtigen, aber ich glaube, das hat schon so ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert mit Entwicklung, Vorgesprächen, überhaupt erstmal der Aufbau. Also wie bauen wir das auf? Wie soll die Gliederung denn überhaupt aussehen? Machen wir zwei Werkzeugkasten, machen wir drei? Also Auswertung und Vorbereitung. Und dann halt das ganze Design, wie soll das dann aussehen? Oder drucken wir das noch aus oder stellen wir das nur online? Das hat schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ja, das Tolle ist, warum wir das auch heute hier präsentieren, ist, dass das ein ganz speziell auf die Bedürfnisse und Herausforderungen der lokalen Bündnisse für Familie abgestimmter Werkzeugkasten ist. Wir werden Ihnen auch in der Beschreibung dieses YouTube-Videos einen Link einstellen, dass Sie den sich natürlich auch runterladen können. Und jetzt würde ich gerne mal loslegen, dieses Tool vorzustellen. Vielleicht Frage an Sie erstmal grob, Frau Naudet, aus welchen Teilen, hier geht es ja um eine zielgerichtete Veranstaltungsorganisation, aus welchen Teilen besteht dieser Werkzeugkasten? Also vielleicht erstmal grundsätzlich, wir dachten halt, es ist ganz hilfreich, den Bündnissen Methoden an die Hand zu geben, mit denen sie ihre Arbeit reflektieren können, sie evaluieren können und weiterentwickeln können. Und deswegen haben wir das aufgebaut in insgesamt 6 Teile. Das erste ist so, sich nochmal die Gegenwart anzugucken. Also was tun wir eigentlich gerade, mit wem tun wir es und wie tun wir es? Dann zu reflektieren, also nochmal zu gucken, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was können wir vielleicht daraus lernen? Dann ist unsere Erfahrung, dass eine Utopie zu entwickeln, also das, was so im Management Vision oder Mission heißt, dass das auch sehr hilfreich ist, um Menschen auch nochmal zu motivieren, mitzumachen, wenn sie so wissen, wo es hingehen soll, und zwar auch mit so einer Traumvorstellung, wie wäre es, wenn so ein Bündnis richtig gut wäre. Und dafür braucht es Strategien, das heißt, das ist der vierte Teil, wie entwickelt man gute Strategien fürs Bündnis, und als sechstes, wie formulieren wir Ziele, die so richtig im Idealfall, was so schön heißt, smart formuliert sind, sodass ganz klar ist, dass sie messbar sind und man hinterher weiß, wie viel man davon erreicht hat. Und dann gibt es noch eine Checkliste für Veranstaltungen, in denen geguckt werden kann, haben wir an alles gedacht und was fehlt vielleicht noch in der Vorbereitung. Ja, sehr praxisorientiert und nicht zu stark theoretisch. Ich glaube, das war auch Ihr Ziel dahinter, dass das wirklich auch ganz konkret genutzt werden kann von den Bündnissen vor Ort. Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen tiefer zum Beispiel mit dem Thema, Sie haben gerade gesagt, es ist am Anfang immer gut, so eine Gegenwartsanalyse zu machen, Frau Naudet, um erstmal zu schauen, wo stehen wir eigentlich gerade? Können wir da nochmal einen tieferen Blick in dieses Kapitel werfen? Was raten Sie da den Bündnissen? Wie geht man da am besten vor? Und wie kann der Werkzeugkasten auch da helfen? Also bei der Gegenwartsanalyse geht es um eine Methode, die heißt eigentlich Stakeholder-Analyse. Das fanden wir nur einen sehr schwierigen englischsprachigen Begriff, für den es aber keine wirklich gute deutsche Übersetzung gibt. Stakeholder sind so die Partner, die man ins Boot holen will und die man braucht, um wirklich stärker zu werden und mehr umsetzen zu können. Das heißt, also es geht um Betroffene, um Beteiligte und interessierte Personen. Und das heißt, so die Teilnehmenden des Bündnisses müssten sich zusammensetzen und sich überlegen, wer sind denn alles Menschen, mit denen wir zu tun haben? Wer sind vielleicht auch Menschen, die Interesse haben, mit denen wir aber bis jetzt noch gar nicht so viel Kontakt haben? Und sich erstmal darüber austauschen. Meine Erfahrung ist, wenn ich das analog vor Ort gemacht habe, dass da im Austausch über potenzielle Bündnispartner im Bündnis, dass da immer noch mal neue Namen fallen und es nicht, man kennt einfach, trotzdem man schon ewig vor Ort ist, trotzdem immer noch nicht alle. Das heißt, man hat erst eine Sammlung von Beteiligten, Interessierten und Betroffenen, Einzelpersonen und vielleicht auch Personengruppen, und guckt sich dann an, welchen Einfluss haben die denn auf unser Bündnis, also wie gut sind wir mit denen schon vernetzt und vielleicht auch, wo fehlt es noch. Und dann kann man das sehr gut nutzen, um eine Strategie zu entwickeln und zu überlegen, mit welchen Punkten können wir die denn überzeugen, mitzumachen, also mit was können wir die kriegen sozusagen. Ja, bevor wir auf das Thema Strategie nochmal tiefer eingehen,
nochmal der Hinweis, hier geht es ja wirklich explizit um Veranstaltungen, die vor Ort in Präsenz stattfinden. Und wir haben ja jetzt die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, vieles ist virtuell möglich. Wir hatten jetzt auch Ende Januar ein Online-Seminar zu den aktivierenden Methoden in der virtuellen Bündnisarbeit. Vieles wird auch weiter sicherlich virtuell stattfinden, aber es gibt auch, und das höre ich bei Ihnen auch raus, Frau Naudit, Themen oder Anlässe, wo sich es wirklich empfiehlt, wenn das wieder bedenkenlos möglich ist, sich ja wirklich vor Ort zu treffen, weil da anscheinend auch einiges mehr zutage tritt. Ne? Ja, wobei ich glaube, dass viele Bündnisse auch das Problem haben, dass sie digital noch gar nicht so gut aufgestellt sind, dass es so gut funktioniert, also dass wirklich alle digital teilnehmen können. Ich glaube, das ist eins der Hauptprobleme. Ansonsten könnte man gerade diese Gegenwartsanalyse auch gut digital machen, weil es um den Austausch geht und zu überlegen, wie erreichen wir wen und wen müssen wir noch erreichen und wen müssen wir vielleicht nochmal mit welchen Argumenten überzeugen. Das ist nochmal eine spannende Info, dass manche Teile auch eben im Virtuellen angewendet werden können. Das macht den Werkzeugkasten ja sogar noch einsetzbarer. Frau Hesse, von Ihnen ist das Thema, wir hatten ja schon kurz angerissen, das Thema Strategie, was ja auch die Bündnisse häufig bewegt, die eine Vision oder Mission erstellen wollen, gemeinsam mit ihren Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern. Viele der Bündnisse, das ist in Brandenburg wahrscheinlich ähnlich, planen auch so einen Restart oder wollen sich neu aufstellen oder haben eine neue Zusammensetzung und wollen sich einfach committen auf neue Ziele. Ein Teil in dem Werkzeugkasten ist auch das, was unter dem Thema Bündnisutopie genannt wird. Können Sie uns darüber was erzählen und auch, wie der Werkzeugkasten da hilft? Genau, Frau Naudit hatte das vorhin schon angedeutet, dass es bei der Bündnisutopie vor allem halt auch darum geht, die BündniskoordinatorInnen und die PartnerInnen zu motivieren. Und es ist ja so, also vor allem bei uns, bei den Bündnissen in Brandenburg, hören wir immer wieder diese Probleme, dass finanzielle Ressourcen fehlen oder personelle Ressourcen fehlen. Und das schränkt halt ganz schön ein, also auch bei der Motivation und wie man sich die Bündnisarbeit oder Projekte oder Veranstaltungen vorstellen kann. Und bei der Bündnisutopie geht es halt wirklich darum, dass man sich einfach einen Moment Zeit nimmt und sich einfach vorstellt, wie es wäre, wenn all diese Probleme oder Herausforderungen in dem Moment halt nicht wären. Wie würde man sich die Bündnisarbeit vorstellen, wenn all diese Hindernisse nicht da wären? Was würde man gerne in der Kommune leisten? Also alles, was man irgendwie gerne erreichen möchte, wäre in dem Traum halt möglich. Und dann könnte man halt so Step by Step vorgehen, indem man sich halt erstmal fragt, wie ist denn überhaupt die gegenwärtige Bündnisarbeit? Wie stellt man die sich in einem Jahr vor, in 3 Jahren, in 5 Jahren? So wie man das halt auch vielleicht gerne selber so zeitlich beschränken möchte. Und das soll einfach dabei helfen, vielleicht sich auch wieder Ziele und Träume vorstellen zu können und dann halt auch motivierter daran zu arbeiten oder darum zu kämpfen, dass es halt auch möglich wäre. Also nicht in Grenzen und Beschränkungen denken, sondern erstmal, wie Sie sagten, die Traumbündnisarbeit kreieren und dann Ableitungen treffen. Und dabei hilft auch eben dieser Werkzeugkasten, wenn ich Sie richtig verstehe. Prima. Wir gucken noch mal weiter zum Thema, vielleicht, das fände ich noch mal spannend, Ziele und in welche Richtung soll es gehen? Da haben Sie ja auch, man muss das vielleicht dazu sagen, Sie können sich ja den Werkzeugkasten noch runterladen, aber das Tolle ist, dass wirklich ganz konkrete Ablaufvorschläge für die einzelnen Workshop-Ziele mit enthalten sind in dem Werkzeugkasten. Und jeder, der schon mal so einen Workshop konzipiert hat, weiß, die schwierigste Arbeit liegt in der Konzeption. Das ist häufig schwieriger als die Umsetzung. Von daher ist das natürlich ein großartiges Tool und unterstützt die Bündnisarbeit sicher gut. Zum Thema Checklisten, Frau Naudit, was finden unsere Zuschauer in den Checklisten? Vielleicht können wir da noch mal kurz einen Blick drauf werfen.
In den Checklisten geht es wirklich darum, wenn man eine Veranstaltung vor der Tür hat, nochmal zu gucken, haben wir an alles gedacht? Also da gibt es einen Punkt, was ist der allgemeine Rahmen? Haben wir einen guten Titel, der die Menschen auch reizt zu kommen? Ist der Ort klar? Welche wissen alle PartnerInnen Bescheid, dass sie eingeladen sind? Stimmen die Finanzen? Haben wir das Programm gut so aufgestellt, dass es die Menschen auch zum Kommen reizt? Und dann gibt es noch so eine ganze Liste von Technik und Catering und Public Relation und das Rahmenprogramm, also wo man das eigentlich alles nur durchgehen muss und gucken muss, habe ich was vergessen bei der Vorbereitung? Ja, was wahrscheinlich jetzt ganz besonders hilfreich sein wird, da wir ja nicht mehr routiniert sind in der Organisation von Veranstaltungen, die in Präsenz stattfinden. Von daher ist das auch was, was wir, glaube ich, als Servicebüro ganz toll finden, um da nochmal ja, eine kleine, wie soll ich sagen, kleine Erinnerung auch zu haben. Ne? Was muss man eigentlich alles bei Präsenzveranstaltungen noch beachten? Klasse. Frau Naudit, Sie, das ist ja kein theoretisches Werk, sondern das sind, wie Sie mir im Vorfeld erzählt haben, wirklich alles erprobte Bausteine oder Konzeptionsansätze, die Sie auch schon mit vielen verschiedenen lokalen Bündnissen für Familie durchgeführt haben. Vielleicht können Sie uns da noch mal aus dem Nähkästchen erzählen, was war denn da so Ihr Highlight oder Ihre schönste Erfahrung, als Sie das mit Bündnissen durchgeführt haben? Ich weiß gar nicht mehr genau, welche der Methoden das vor Ort war, aber ich arbeite ja sehr oft in Falkenberg-Elster und da gab es beim letzten Mal, als ich da war, was aber glaube ich auch schon 2 Jahre her ist, eine Situation, da haben wir zusammengesessen und uns überlegt, das war die Trendanalyse und wir haben überlegt, was sind denn eigentlich alles so Entwicklungslinien, die auf uns zukommen, weil diese Methode ist total hilfreich, um sich die Gegenwart anzugucken und zu schauen, was passiert gerade, also was kommt alles auch an Entwicklungen auf uns zu und womit müssen wir als Bündnis rechnen und worauf müssen wir uns vorbereiten und was können wir vielleicht da auch für Angebote schaffen. Und in dem Fall war dankenswerterweise der Bürgermeister der Stadt Falkenberg dabei und hat sehr aktiv und rege mitgemacht. Und dann war irgendwann, sagte er plötzlich, ja, sie hätten ja auch gerade so viel Zuzug von jungen Familien, was alle anderen total erstaunt hat, weil wir dachten so, wie kommt denn das? Aber es ist halt schon im Einzugsbereich von Leipzig. Und dadurch, dass es mit den Zügen so gut angebunden ist und immer noch günstige Mieten hat, ziehen wirklich Menschen hin und dann war plötzlich ganz klar, oh, wir müssen uns um die neu Zugezogenen kümmern. Und das hatten wir vorher gar nicht so sehr auf dem Schirm. Hm. Und das war zum Beispiel so ein Moment, der war total hilfreich und es war ganz klar, da muss eine neue Strategie her und es muss überlegt werden, wie man die gleich ans Bündnis bindet und aufnimmt und willkommen heißt. Und das war so eine Situation, wo ich dachte, da ist so eine Analyse der Entwicklungslinien total hilfreich. Und es ist aber dann wirklich auch gut zu gucken, okay, was sind Antworten heute und morgen und was können wir da damit tun, um darauf Antworten zu geben. Spannend. Ja, danke, dass Sie die Erfahrung mit uns teilen. Wenn wir uns jetzt mal in die lokalen Bündnisse reinversetzen, die jetzt sich hier dieses Online-Seminar angeschaut haben und sich auch den Werkzeugkasten runterladen und Lust haben, damit zu arbeiten. Was würden Sie unseren Bündnissen nochmal raten, wer auch immer antworten mag, Frau Hesse oder Frau Naudit, was würden Sie Ihnen raten, wie geht man jetzt am besten vor? Ne, man hat sich den Werkzeugkasten runtergeladen, man schaut den sich durch, schaut sich vielleicht nochmal unser Online-Seminar an. Aber wie geht es dann weiter? Was ist der nächste Schritt? Also ich würde einfach vorgreifen, Frau Naudit, Sie können gerne ergänzen. Und zwar sollte man sich ja erstmal bewusst werden, wofür man diesen Werkzeugkasten jetzt gerade gebraucht. Also es kommt ja immer darauf an, bereitet man sich jetzt gerade auf eine Veranstaltung, auf die Bündnisarbeit oder auf das Projekt vor oder möchte man es auswerten? Und je nachdem schaut man sich ja natürlich die gewissen Methoden an. Und ich glaube, das macht halt erstmal Sinn, sich halt rauszusuchen, welche Methode brauche ich jetzt gerade. Und wenn halt irgendwelche Fragen offen sind oder irgendwas noch nicht spezifisch erklärt ist oder nicht erklärt genug ist, dann natürlich können die BündniskoordinatorInnen gerne auf uns zukommen und Fragen stellen. Dankeschön für das Angebot. Das ist super. Frau Naudit, haben Sie da noch eine Ergänzung?
Ja, ich glaube, dass Marie das schon, das ist der eine Weg. Also wirklich, ich will was und ich gucke mal, ob es im Werkzeugkasten was dazu gibt, wie ich es gut machen kann. Und das andere ist, ich glaube, man kann sich davon auch ganz gut inspirieren lassen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich müsste irgendwas tun, aber ich weiß gar nicht was, dann sich den Werkzeugkasten mal zur Hand zu nehmen und durchzugucken und zu schauen, was spricht mich auch an. Also ich würde auch allen den Tipp geben, machen Sie, wenn, nutzen Sie Werkzeuge aus dem Werkzeugkasten, die Sie wirklich ansprechen und auf die Sie Lust haben. Also wenn Sie bei was das Gefühl haben, das finde ich komisch und seltsam, verstehe ich nicht richtig, dann würde ich es auch nicht anwenden. Also es muss schon so sein, wo Sie ein Gefühl dafür haben, oh ja, das traue ich mir zu, das kann ich mal probieren. Und Sie können es ja auch immer alles noch so ein bisschen so abwandeln, dass es zu Ihnen und Ihrem Bündnis passt. Also weil es jedes Bündnis ja auch durchaus anders ist und dementsprechend es auch angepasst werden muss. Ja, wunderbar. Also genau, der Werkzeugkasten und seine Inhalte sind bunt und vielseitig, genauso wie unsere lokalen Bündnisse für Familie, die auch ganz unterschiedlich aufgestellt sind, unterschiedliche Schwerpunkte und Themen haben. Von daher, ich gehe mal davon aus, für jeden ist irgendwie was dabei. Wir alle sehnen uns wieder nach Veranstaltungen in Präsenz. Ich denke, mit dem Werkzeugkasten hat man eine gute Grundlage, um Veranstaltungen in Präsenz, aber wie wir auch gehört haben, sogar auch virtuell vorzubereiten und zu konzipieren. Frau Baumann, Sie haben ja jetzt auch gelauscht in der Zeit und den Werkzeugkasten auch etwas besser kennenlernen können. Was ist jetzt Ihr Eindruck und was nehmen Sie jetzt auch für heute nochmal mit? Ja, also erstmal vielen Dank für die Vorstellung von diesen Tools. Ich sehe das jetzt alles so als sehr, sehr schöne Möglichkeit für die Bündnisse, gerade halt in der Pandemiezeit oder auch eben nach der Pandemiezeit wieder sich zu aktivieren und anzuschauen, okay, was können wir jetzt auf die Beine stellen, weil halt gerade jetzt wieder wirklich dieses Thema so präsent ist, wie erreichen wir Familien, was brauchen die gerade, was können wir da für Veranstaltungen und Projekte machen und je nachdem eben, ob das jetzt in Präsenz bald wieder möglich ist oder online, aber sich da eben zusammenzusetzen, zu sagen, okay, wir haben Lust, was zu machen, und da kann das halt einfach ein sehr guter Impuls jetzt sein, so wie gesagt, wie Sie das auch schon meinten, Frau Kirschbaum, dieses Veranstaltung überhaupt erst zu konzipieren, zu sagen, ja, was können wir da überhaupt machen und sowas aufzustellen, das ist ja manchmal so doch sehr aufwendig und da jetzt so eine Art Leitfaden zu haben mit Ideen und ganz konkreten Methoden, da bedanke ich mich eben ganz herzlich auch für diese Entwicklung und freue mich auch sehr, wenn wir das eben unseren Bündnissen vorstellen können. Und wir sind gespannt, inwieweit es umgesetzt wird und freuen uns da auf Feedback, ne, aus der Bündnislandschaft. Frau Naudet, Sie sagten im Vorgespräch, den lokalen Bündnissen für Familie kommt ja auch gerade in dieser Zeit nochmal eine besondere Aufgabe zu. Ich würde Ihnen gerne das letzte Wort noch übergeben. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern, was genau damit gemeint ist und was der Werkzeugkasten auch damit zu tun hat. Na, ich glaube, ich kann mich da Frau Baumann nur anschließen. Ich glaube, momentan in der Pandemie und mit der aktuellen politischen Situation ist es total wichtig, im Dialog zu bleiben und Menschen immer wieder dazu zu bringen, miteinander zu sprechen. Und da haben die Bündnisse einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle, vor allem, weil es ja auch Kinder und Familien sehr betrifft und sehr viele Ängste schürt, alles beides. Insofern denke ich, dass die Bündnisse da gerade wichtiger sind denn je. Und es ganz doll wichtig ist, miteinander in den Dialog zu gehen. Und das kann man gut mit diesen Methoden, die wir im Werkzeugkasten beschrieben haben. Weil meine Erfahrung ist schon, es ist besser, so ein bisschen es methodisch zu machen und im Stuhlkreis zu sitzen und es anders zu machen, als wir sitzen in der Kneipe und reden beim Bier, sondern so ein bisschen es strukturierter zu tun und auch mit einer Zielrichtung, sodass hinterher auch was bei rauskommt, mit dem man was anfangen kann. Und von daher danken wir Ihnen ganz herzlich, dass Sie dieses Handwerkszeug mit uns geteilt haben. Wir wünschen den Bündnissen ganz viel Erfolg bei der Umsetzung dieser Methoden, viel Spaß vor allen Dingen auch dabei. Melden Sie sich gerne, wenn Fragen bestehen. Wir hoffen, dass wir Ihnen da Inspiration für Ihre weitere oder auch die Weiterentwicklung Ihrer Bündnisarbeit geben konnten und bedanken uns für Ihr Interesse
wünschen Ihnen ja alles Gute für die weitere Bündnisarbeit. Machen Sie es gut. Danke auch, Frau Hessel, Frau Naudit und Frau Baumann.